Ich bin Peter Bercher, wohne in Remchingen im Innskreis. Das ist in Baden-Württemberg zwischen Pforzheim und Karlsruhe. Unser Betrieb ist ein Milchviehbetrieb mit 100 Milchkühen und Ackerbau, Grünland, insgesamt 100 Hektar. Das Grünland ist erschwert durch Streuobstwiesen. Ackerbautechnisch bauen wir Weizen an, Wintergerste, Silomais und Ackerfutter. Wir bewirtschaften unseren Familienbetrieb mit 3 Personen plus ein Azubi. Mein Name ist Deborah Elsässer. Ich bin hier auf dem Betrieb für die Kühe zuständig. Ich mache das Herdenmanagement, unterstütze meinen Onkel aber auch bei den ackerbaulichen Tätigkeiten. Bei uns im Stall stehen 100 Milchkühe mit der weiblichen Nachzucht. Unsere Kühe werden mit 2 Roboter gemolken seit 6 Jahren. Und das ist so mein Hauptaufgabenbereich, das ganze Herdenmanagement, unter anderem eben auch die Fütterung. Als 2018 ein Wechsel von dem großen Schlepper anstand, haben wir uns umgeschaut nach in Frage kommenden Maschinen und habe 2, 3 getestet. Bin dann durch den Kubota-Vertreter aufmerksam geworden auf den M7, habe ihn dann ausprobiert und war sehr erstaunt. Wusste nach 10 Minuten schon, das könnte mein neuer Schlepper werden. So bin ich zu Kubota gekommen, zu meinem ersten Kubota. Ich habe dann kurz drauf auch einen Radlader gebraucht und bin dann auch beim Kubota Radlader hängen geblieben, weil die Aufnahme vom Frontlader genau dieselbe war wie von meinem alten. Dann ging es weiter mit dem Mischerschlepper. Brauchte ich einen Schlepper, der für den niedrigen Stall mit genügend PS 5 Tonnen Futter mischen kann. Und habe ich den Kubota auch wieder ausprobiert und habe gesagt, das ist okay, den nehme ich, der passt zu uns. Wir wollten einen zuverlässigen, kompakten Schlepper, der sehr wendig ist, der auch von der Durchfahrtshöhe in unsere alten Stallgebäude passt. Er ist sehr einfach zu bedienen und deshalb war das für uns die perfekte Lösung. Dieses Jahr stand wieder ein Wechsel von einem Schlepper an, mein Frontladerschlepper. Dann habe ich kurzerhand beim Kubota-Händler telefoniert, ob er einen Vorführschlepper hat. Das war dann der M6, den habe ich ausprobiert. Was mir sehr gut gefallen hat, war die extreme Wendigkeit von dem M6. In dem Frontlader passt es perfekt zu meinem Betrieb. PS-mäßig hat er genügend Leistung, 6 Liter Hubraum, kann alle Maschinen dranhängen, bin sehr flexibel. Alle Maschinen passen an jeden Schlepper, ISOBUS-tauglich mit Presse und so weiter. Das war mir auch sehr wichtig. Dann habe ich den jetzt gekauft, den M6. Er ist noch nicht da, solange habe ich einen Leihschlepper, einen M7, und bin mit ihm auch sehr zufrieden. Was mir an den Kubota-Schleppern gut gefällt, ist vor allem die Übersicht. Nach vorne, nach hinten, rundum. Viel Licht in der Kabine, Platz, die Wendigkeit natürlich vom Schlepper. Die Kubota-Maschinen sind sehr beständig. Ich hatte noch nie so wenig Reparaturen nach so vielen Arbeitsstunden mit einem Schlepper wie jetzt mit den Kubotas. Was natürlich sehr positiv ist bei Kubota, ist die Gewährleistung. Die Gewährleistungsverlängerung war auch für mich eine Option. Es ist einfach eine Sicherheit, wenn man für einen geringen Obolus eine Garantie hat für mehrere Jahre. Ich habe mir beim Kauf des M7s die Frage gestellt, ob die 4 Zylinder wirklich ausreichen für meinen Betrieb, da ich vorher 6-Zylinder-Maschinen gefahren bin. Aber es hat sich in der Praxis nicht als Nachteil erwiesen, sondern als Vorteil. Er ist sehr spritzig, agil und hat genug Power für all meine Tätigkeiten, die ich auf meinem Betrieb brauche. Neben den Arbeiten auf dem Hof arbeite ich auch viel mit dem M7 auf dem Acker. Hier überzeugt das stufenlose Getriebe und auch der Fahrkomfort. Was mir sehr gefällt am stufenlosen M7, dass man beim Mähen, beim Kreiseln, beim Transport sehr entspannt fahren kann. Ich bin noch nie so gerne auf dem Schlepper gesessen wie auf dem M7, muss ich ehrlich sagen. Weil man drauf sitzt, gibt Gas, es geht los, es ist so einfach. Ich kann jeden Mitarbeiter draufsetzen, kurz erklären. Es ist alles selbsterklärend am Bildschirm. Und ich bin noch so glücklich wie am ersten Tag.